Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau, wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich hab ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe, das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das habe ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn's bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Belle heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Wird aber nicht leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Gut so. Aufgewacht! Hey, was soll das denn werden? Na, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Na schön, wenn euch so viel dran liegt. Aber dann müsst ihr mir alle Teile von der Liste bringen. Und jetzt? Was für eine Frage. So gute Qualität gibt's nur bei mir. Die Reparatur der Chocobo-Kutsche ist abgeschlossen. Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für ein prächtiger Karren. Tja, Wahnsinn. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocobos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich. Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich den Mächtigen widersetzen. Unsinn. Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Aber warum haben sie dann aufgehört zu arbeiten? Tja, also, der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren, da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach, das war mir einfach alles viel zu aufwendig. Zu aufwendig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu, hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt hänge ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben und mich auch ordentlich um meine Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Nicht so schnell. Willkommen in Unterjunon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Was wird das?
Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnte ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Ho, ho, ho. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Tja, und was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen. Es macht eigentlich keinen Unterschied, was ihr Ziel ist. Wenn sie hier weg wollen, gibt es nur zwei Wege. Über das Meer oder durch die Luft. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. Hilfe! Schnell! Dieses Schwert! Du verstehst dich aufs Kämpfen, oder? Das gerade war eindeutig Priscilla. Bitte, du musst ihr helfen! Schnell! Hier lang! Das Mädchen auf dem Boot ist in Gefahr! Das hier lang! Wird heute schnell! So oh nein! Bitte beeilt euch! Hilfe! Wow. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Das Vieh schon in die Luft, genau wie den Reaktor. Was? Barret, komm schon. Wir locken es weg. Jo. Ah, stirb, du mieses Drecksvieh. Gedacht.
es wohl dem Mädchen geht? Komm! Sie scheint nicht zu atmen. Hey, kann jemand helfen? Verdammt, jemand muss ihr helfen! Hey, du da! Hilf mal! Übernimm die Herzmassage. Okay. Jetzt drücken! Was fällt dir ein, du schmieriger Typ? Nanu? Da ist unsere Splittergruppe. Splitter, was? Sie haben Avalanche verlassen. Es gab da ein paar Differenzen. Diese Leute sind meine Gäste, weißt du? Außerdem haben sie dich gerettet. Oh, ach so war das also. Entschuldigung. So bedankt man sich natürlich nicht bei seinen Rettern. Kommt nicht wieder vor. Na dann, Yuffie. Ruh dich lieber ein bisschen zu Hause aus. Aha, mach ich. Danke, Leute! Danke, Leute. Also, die hat Nerven. Ich will ja nicht meckern, aber diese Jugend heutzutage. Ach, was? Wer war das? Ebenfalls neu hier. Je rauer die See, desto mehr Treibgut wird angespült. Nicht so schnell. Willkommen unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Was wird das? Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnt ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Ho, ho, ho. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Tja, und was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen. Es macht eigentlich keinen Unterschied, was ihr Ziel ist. Wenn sie hier weg wollen, gibt es nur zwei Wege. Über das Meer oder durch die Luft. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören.
Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. Dieses Schwert! Du verstehst dich aufs Kämpfen, oder? Das gerade war eindeutig Priscilla. Bitte, du musst ihr helfen! Schnell! Hier lang! Das Mädchen auf dem Boot ist in Gefahr! Das hier lang! Wird heute schnell! So anders. Oh nein! Hört sich wieder auf! Euch? Hilfe! Wow! Schon in die Luft, genau wie den Reaktor. Was? Barrett, komm schon. Wir locken es weg. Jo. Ach, stirb, du mieses Drecksvieh. Wohl dem Mädchen geht? Komm! Sie scheint nicht zu atmen. Hey, kann jemand helfen? Verdammt, jemand muss ihr helfen! Hey, du da! Hilf mal! Übernimm die Herzmassage. Okay. Jetzt drücken! Was fällt dir ein, du schmieriger Typ? Nanu? Da ist unsere Splittergruppe. Splitter, was? Sie haben Avalanche verlassen. Es gab da ein paar Differenzen. Diese Leute sind meine Gäste, weißt du? Außerdem haben sie dich gerettet. Oh, ach so war das also. Entschuldigung. So bedankt man sich natürlich nicht bei seinen Rettern. Kommt nicht wieder vor. Na dann, Yuffie. Ruh dich lieber ein bisschen zu Hause aus. Aha, mach ich. Danke, Leute! Danke, Leute. Also, die hat Nerven.
Ich will ja nicht meckern, aber diese Jugend heutzutage... Ach, was? Wer war das? Ebenfalls neu hier. Je rauer die See, desto mehr Treibgut wird angespült. Heute sollte man lieber nicht raus. Da seid ihr ja! Splittergruppe von Avalanche. Wie kommst du denn darauf? Also ich finde euch super, super toll. Tausendmal besser als die Hauptgruppe. So viel steht fest. Oh. Oh, schön. Endlich mal eine, die es schnallt. Hey, können wir uns später mal treffen? Ich hätte da nämlich eine Bitte. Und bedanken will ich mich auch noch, okay? Warum kommst du dann nicht morgen in die Herberge? Super! Also dann, bis morgen. Die hat aber ganz schön dick aufgetragen, was? Naja, ist ja noch ein Kind. Die wimmeln wir schon irgendwie ab. Gib's zu, du hast dich gefreut. Wie auch immer, erstmal zur Herberge. Sollte man sich die Zeit mit Juno auf dem Boot ziehen? Oh, die Helden vom Strand. Hab gehört, was ihr für Priscilla getan habt. Vielen Dank dafür. Rhonda hat mich gebeten, euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Lasst mal sehen. 4 Zimmer nehme ich an? Wir hätten gerne 5. Sehr wohl. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus. Das ist unsere Art, euch Danke zu sagen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Die Zimmer sind schlicht, bieten aber alles, was man braucht. Es ist lange her, dass wir so viele Gäste hatten. Alles, was ich weiß, ist, dass etwas fehlt. Aber was genau fehlt, das weiß ich nicht. Alles ist verschwommen. Verdammte Mäuren! Sie sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Cloud! Wer ist denn bei dir? Das war Red? Verstehe. Gut. Danke fürs Aufpassen. Bist sicher müde. Ruh dich gut aus. Herein! Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir Midgar verlassen haben. Aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich hoffe, Mama und Marlene geht es gut. Hast du Heimweh? Sephiroth ist jetzt wichtiger. Richtig. Sag mal, erinnerst du dich an unser erstes Treffen, Cloud? Du hast mir eine Blume aufgezwungen. Die habe ich dir geschenkt, Cloud. Ich habe die Blume danach im 7. Himmel gesehen. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du derjenige warst, der sie in die Vase gestellt hat. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ein Geschenk einfach so an jemand anderes weiter zu verschenken. Hast recht. Vergeben und vergessen. Oh, Cloud. Was für ein Zufall. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ich wollte... Hm? Das in Calm tut mir leid. Komm rein. Ich hab dir Unrecht getan. Ich war ja nicht besser. Hey, erinnerst du dich an Emilio aus Nibelheim? Ich erinnere mich nur an dich. Er war
Sohn des Krämers. Aha. Emilio hat das Dorf kurze Zeit vor dir verlassen, Cloud. Danach hab ich ihn lange nicht gesehen. Aber letztes Jahr kam er in die Bar. Er meinte, er wäre sonst nie in den Slums. Er hatte sich ganz schön verändert. Verstehe. Und er war in Begleitung einer wunderschönen Frau. Du hättest sie sehen sollen. Sie war... Interessiert dich nicht. Naja. Aber ich höre dir gerne zu. Mhm. Schon gut. Du hast mich wieder getestet. Nein, das habe ich nicht. Bringt nichts. Du hast ja recht. Sorry. Schon gut. Lass uns bald mal reden. Offen und ehrlich. Dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Mach ich sowieso nie. Nacht. Kommt rein, Leute! Hey! Okay! Es sind also alle hier. Dann stellen wir uns doch mal vor. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutai und talentierte Materiajägerin. Im Namen meiner Heimat und als waschechte Ninja bin ich von weit her hierher gereist, um die tyrannischen Pläne von Shinra zu durchkreuzen. Wutai? Ja, also, ihr könnt euch jetzt richtig geehrt fühlen, denn ihr dürft euch mir anschließen. Wisst ihr, ich finde euch nämlich viel, viel cooler als die Hauptgruppe. Ich fürchte, da hast du dir leider die Falschen gesucht. Wir haben mit Spionieren und Attentaten nämlich nichts am Hut, klar? Das verbitte ich mir! Nun! Wobei, diesmal hast du vielleicht recht. Was denn jetzt? Ich mag weit von meiner geliebten Heimat Wutai entfernt sein. Aber das hält mich nicht davon ab, allein gegen Shinra weiterzukämpfen und dabei auch ganz ordentlich zu verdienen. Natürlich habe ich auch hier nach einer lukrativen Arbeit für mich gesucht. Da meinte Rhonda, sie hätte einen wichtigen Auftrag für mich. Ein Attentat nämlich. Und jetzt haltet euch fest. Wer ist wohl das Ziel? Spiel dich nicht so auf. Ich sag's ja schon. Es geht um niemand anderen als Direktor Rufus Shinra persönlich. Na, überrascht? Dieser Rufus soll schon bald hier aufkreuzen. In der Stadt über uns. Es gibt wohl eine Parade zu seinem Amtsantritt oder so. Die Leute in diesem Dorf sind stinkesauer auf Shinra, seit die ihnen ihr Land und die Sonne geraubt haben. Und deshalb wollen sie... Was du nicht sagst. Rhonda will das Geld für meine Belohnung besorgen, indem sie euch an Shinra verrät. Was? Ach, so ein Pech. Anscheinend hat sie schon getan. Tja,
Dann bleibt euch wohl nichts übrig. Hey. Ich rede mit Priscilla. Die bringt euch sicher nach oben. Viel Spaß mit dem Typen. Wenn du nicht schnell da rauskommst, komm ich rein. Und zwar mit meinem Motorrad. Alles klar, mein Freund? Wer? Drin sind wir im Nachteil. Lasst uns rausgehen. Ja. Wie lange willst du mich denn noch warten lassen, mein Freund? Da bist du ja endlich, mein Freund! Haha! Schüchtern wie immer, was? Ich habe eine wichtige Mitteilung für dich. Man hat mich einer Spezialeinheit zugeteilt, die Eris zurückholen soll. Ich dachte, das solltest du vielleicht wissen. Und wo ist die Einheit? Diesmal ist's bloß ein Besuch unter Freunden. Hier ist schließlich keine angemessene Bühne für eines unserer Tänzchen, oder? Hier könnte man nicht voll aufdrehen. Da blieb der Spaß doch auf der Strecke. Oben sind die Bedingungen da schon weitaus angenehmer. Dort also werde ich dich sehnsüchtig erwarten. Mein Freund! Was für eine Arschgeige. Scheint, als wäre es Zeit zu gehen. Wohl besser für das Dorf. Yuffie meinte doch, dass wir Priscilla fragen sollten, wenn wir nach oben wollen, oder? Danke, dass ihr euch um diesen Shinra-Spinner gekümmert habt. Uns einfach an die zu verpfeifen. Du hast vielleicht Nerven. Hier. Ist nicht viel, aber... Willst du dich freikaufen? Das ist das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt war. Ich hatte von Anfang an vor, euch daran zu beteiligen. Als Gegner von Shinra müssen wir schließlich zusammenhalten. Und was, wenn sie uns geschnappt hätten? Das hätten wir dann schon gesehen. Ist doch gut gelaufen, also wo ist das Problem? Jetzt muss nur noch Yuffie ihren Teil erfüllen. Und ich bete, dass sie es schafft. Oh, da seid ihr ja! Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helf euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Mhm. Wer versucht, darauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr... Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay. Versprochen? Hier. Hm? Kennst du nicht? So? So? So geht das. Ah, verstehe. Super. Und wie geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riesensprung. Na, wer von euch will es probieren? Dein Metier, Alleskönner. Ah, schon gut. Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Schön!
dann alle Mann an Bord. Captain Finny wird euch bis zum Schiff ziehen. Ich hoffe doch schwer, das Ding saft nicht ab. Wir treffen uns oben. Nicht so stark bewacht wie erwartet. Kümmern sich wohl um die Parade. Sind denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie? Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkutten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Nein, nicht nötig. Lasst sie ruhig. Herein. Verzeihung, ein Bote aus Wutai möchte Sie sprechen. Gouverneur Saruf schickt ihn. Ach. Er nannte sich Oberst Glenn Lodbrok, Herr Direktor. Na gut. Doch noch am Leben, ja?
Eigentlich bin ich mausetot. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst. Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln, vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt ihr das Todesurteil. Für unseren Planeten. Ein Krieg bringt den Menschen Wut, Leid und Hass. Doch auch eine bisher ungekannte Einigkeit. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich. Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel. Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Ah, fast hätte ich's vergessen. Die Nachricht von Gouverneur Saruf. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Die scheinen alle an der Parade teilzunehmen. Aber klar doch. Und sich beim Direktor einschleimen. Ich habe bisher ja nichts gesagt, aber es muss raus. Was denn? Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Ah. Müssen ihn ja nicht gleich abmurksen, aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. Ich stimme halb zu. Haben die Turks nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur, ob wir so einfach an den Direktor rankommen? Es gibt einen Weg. Hä? Wir stürmen die Parade! Nein. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Dadurch kommen wir unbemerkt in Rufus' Nähe. Im Ernst? Na klar. Super Idee, Cloud! Gar nicht schlecht. Barrett und Red, checkt die Position der Wachen und findet einen Weg zum Hafen. Und sucht auch nach den Schwarzkutten. Wieso wir? Ihr passt in keine Gardistenuniform. Klingt vernünftig. Schnauze. Bis später dann. Ich suche mir erstmal eine Uniform. Hä? Warte, wir kommen mit. Genau, dann los! Hier lang!
Dies ist ein Aufruf an alle Gardisten. Wir haben noch einige wenige Ersatzuniformen. Bitte nicht trödeln beim Umziehen. Gibt es hier noch jemanden, der ohne... Was haben wir hier? Oh, so sind die also gebaut. Na, sollen wir? Halt! Ja. Ab hier 3 Schritte Abstand, bitte. Ist lange her. Und? Bin überzeugt. Halt! Ihr drei. Ihr wart gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung! Bitte um Verzeihung! Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Bewegt eure Hinter da rein! Und wehe! Die Oberkommandantin ist nicht zufrieden. Ich schwöre euch, ein falscher Schritt und ich mach Behemoth-Futter aus euch. Was jetzt? Die Routine kenne ich auswendig. Macht mir alles nach. Ob das gut geht? Was gibt's da zu tuscheln? Los, rein mit euch! Sir! Formation! So, so. Ihr habt also das Training geschwänzt. Ihr müsst euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Finden wir es raus. Kommt, zeigt doch mal, was ihr könnt. Aber ich warne euch. Ein falscher Schritt und ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit euch. Kapiert? Bereit? Dann leg mal los! Ich glaub, mein Schwein pfeift! Kriegt ja meine Oma besser hin! Ihr Hampelmänner! Formvollendete Bewegungen und Körperspannung. Das ist Perfektion. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? Meinen Glückwunsch. Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie.
Du wirst ganz vorn stehen. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Ma'am? Gut. Bevor die Parade beginnt, müsst ihr noch die Gardisten der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Ihr wisst, jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten. Ma'am! Das war aber ganz schön knapp. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug an Rufus herankommen? Nein, aber während der Verleihung der Auszeichnung. Die wird nämlich vom Direktor der Firma persönlich überreicht. Verstehe. Das ist ganz schön riskant, oder? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr, Cloud? Dann wollen wir unsere Leute mal einberufen. Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen hier, richtig? Kommt. Das ist unser Kommandant. Hä? Oh, bitte um Verzeihung! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Erklär du's ihnen. Zum ersten Mal hier? Wer hier trinken will, muss seinen Helm abnehmen. So steht es in den Regeln. Also? Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant! Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen! Sir, verstanden!